autens fronë ka u shpot fronë kis mental trenashatu fundativ shule Bartonet in Magdeburg. Heute möchte ich noch einmal über Visualisieren reden und wir haben schon die Vorteile davon erwähnt. Wir hatten ja gesagt, dass durch Visualisieren man lernen kann und auch seine Motivation steigern kann. Und heute eine sehr praktische, ein praktischer Tipp, eine praktische Aufgabe für euch, wie ihr das Visualisieren direkt sofort bei euch anwenden könnt. Eine halbe Stunde bevor euer Training beginnt, setzt euch hin und nehmt euch eine Viertelstunde Zeit, schließt die Augen und geht nochmal das ganze Training und alle Trainingsinhalte durch. Also fragt schon mal den Trainer im Vorab, was jetzt diese Woche im Training ankommt. Zum Beispiel das Vorhand und stellt euch mental vor alle Sachen, die ihr wahrscheinlich mit dem Trainer üben werdet. Zum Beispiel Vorhand Cross, Vorhand Longline, Vorhand Slice vielleicht oder Topspin, was an die Technik. Stellt euch vor, wie aus eurer Sicht das Training aussehen würde, was für Übungen da vielleicht rankommen könnten. Und ich verspreche euch, einerseits werdet ihr sehr, sehr konzentriert. Zweitens, ihr werdet sehr gut spielen. Und drittens, das Training wird auch viel mehr Spaß machen als sonst. Probiert es aus und schauen, wie es geklappt hat. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.